warte ich immer lange Weile. Ich nehm an Lauf und spring durch die Scheibe, weil ich immer übertreibe. Ich tanz, tanz aus der Reihe. In der Schule hatte ich immer lange Weile. Ich nehm an Lauf und spring durch die Scheibe, weil ich immer übertreibe. Und seit Kindertagen lass ich mir nichts sagen. Eine Hand im Toaster, die andere in der Nase. Ich föhn die Haare, während ich bade. Ich putze mir die Zähne, nur mit Schokolade. Ich schlafe am Tag und mach abends an. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, this a dream. And I pray, that's a team, one day, it be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just lose it. Have no shame, I admit it. Looking high at me, to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. Mein Name ist Marie. Ich habe eine Art, naja, ich nenne es mal besondere Geschichte mit einem Pferd, die ich euch jetzt erzählen werde. Wie ihr sie findet, ist euch überlassen. Fangen wir einfach mal an. Okay, nochmal ganz kurze Zwischeninfo. Ich bin 16 Jahre alt, ich lebe bei meinen Eltern, die verheiratet sind. Mein Onkel Steve gehört ein Reiterhof, auf dem ich reite, da er auch sehr nah an der Stadt Silverglade Village liegt, in der ich und meine Eltern wohnen. Meine Mutter ist Tierärztin und mein Vater hat eine eigene Firma. Von daher verdienen meine Eltern viel Geld und wir haben keine Geldsorgen. Okay, jetzt aber los. Ein schöner Tag. Ich ging im Stall zu meinem Pferd. Ein frisches Sportpferd wohlgemerkt. Midnight Soul. Mein Pferd, mein eigener Hengst. Es waren gerade Ferien. Meine beste Freundin Julie ritt auf diesem Hof. Nun kam sie an diesem Tag etwas früher, so dass wir nur kurz was machen konnten. Ich führte Midnight Soul an den Anbindeplatz. Und ich putzte ihn. Er kratzte natürlich auch seine Hose aus. Das hätte man ja immer vom Reiten machen. Und ich machte ihn fürs Reiten fertig. Und schließlich stieg ich auf ihn auf und wir ritten im Schritt zur Reithalle. Die war ganz schön nah dran. Wir mussten höchstens eine Minute irgendwie zur Reithalle reiten. Das war sehr, sehr einfach für uns. Bei der Reithalle angekommen, machten wir beide uns erstmal warm und ritten dann erst kurz ein bisschen Dressur. Und danach, als wir kurz am Schluss der Dressur waren, gingen wir aus der Dressurhalle raus und gingen in die Springhalle. Wir beide liebten Springen, über alles. Immer wenn ich auf ihn ritt, machten wir ein paar Sprünge. Es war einfach so ein cooles Gefühl, mit ihm zu springen, zu fliegen.
auf mein Pferd. So wunderschön. Nun waren wir auch schon fertig mit dem Training. Es war ein sehr, sehr cooles Training gewesen und ein gutes. Ich führte ihn natürlich erstmal wieder zum Anmeldeplatz und machte ihm seine Sachen ab. Führte ich ihn erstmal in den Stall und danach in seine Box, die er sich sehr gut verdient hatte. Gesagt hatte. Er sagte, wir sollten Turniere reiten. Und dann gingen wir auch schon gleich auf unser allererstes Turnier. Wir haben gut trainiert. Wir beide hofften, dass wir es schaffen. Zusammen. Wir waren ziemlich gut, wir waren mit einer der Besten, aber es gab ein Stechen. Ein Zweierstechen. Ich war noch aufgeregter und fragte mich, ob wir es genauso gut schafften. Und wir hatten keinen Fehler. Die andere aber schon. Und damit
hatten wir gewonnen. Wir haben unser allererstes Turnier gewonnen. Ich war so ultra stolz auf ihn. Nach dem Turnier brachte ich ihn in seine Box. Am nächsten Tag sollte ich Midnight zu in eine neue Box stellen, da der vorige und eigentliche Stall renoviert wurde. Danach ging ich zu Steve. Er hatte nämlich gesagt, nachdem ich Midnight zu in die Box gebracht habe, sollte ich zu ihm kommen. Marie, du warst bei deinem ersten Turnier sehr gut und ich möchte, dass ihr beide mehr Turniere reitet. Da ich gerade etwas Geld brauche und du weißt, dass ich dir Midnight Soul geschenkt habe, möchte ich, dass ihr beide bei mehreren Turnieren teilnimmt und bei euren Turnieren unter den Top 5 kommt. Sonst müsst ihr mehr trainieren und Midnight Soul soll auch was an Geld bringen. Wenn irgendwas bei einem Turnier passieren sollte, ist er schuld. Und dann könnte er auch verkauft werden. Was? Okay, Steve. Ich und Midnight Soul werden es machen für dich. Danach ging ich zu Midnight Soul. Ich sollte zur Tierärztin gehen, die Ergebnisse hatte. Frau Doktor, wie sieht's aus? Wie geht's Midnight Soul? Naja, Marie, ich muss sagen, er hat einen schlimmen Bruch. Den kann man eigentlich nicht heilen. Fern tut sowas sehr groß weh. Er müsste eingeschläfert werden. Was? Das kann nicht sein! Mir liefen die Tränen aus den Augen. Ich konnte ihn nicht verlassen. Er gehört doch mir. Ich kann ihn nicht verlassen. Ich kann mich nicht von ihm trennen. Er ist mein Freund, mein bester Freund. Am nächsten Morgen ging ich zu Steve in den Stall, um zu schauen, wie es Midnight Soul geht, ob er am Boden liegt, ob sich Tierärzte drum kümmern. Doch dann
sah ich ein Hannoveraner, ein anderes Pferd. Aber wo war Midnight Soul? Ich rannte erstmal sofort zu Steve, um ihn zu fragen, was los war. Steve, was ist das für ein Pferd in Midnight Souls Box und wo ist er? Ich habe Midnight Soul an den Ungar verkauft. Er hat dich verletzt. Du hättest sterben können. Was? Das kannst du doch nicht tun. Nicht mein Pferd. Doch, er hat dich schwer verletzt. Ich hab dir gesagt, was ist. Er ist gefährlich gestürzt. Man kann einen Scherenbruch so gut wie nicht heilen. Wenn er zum Ungar kommt, wird er eingeschläfert und er wird von seinen Qualen erlöst. Sie ist doch mal ein Gutes als ihn. Das ist Nightgirl, eine Stute. Sie ist als Ersatz. Als Ersatz? Man kann Pferde nicht ersetzen. Sie ist ein anderes Pferd. Darüber freue ich mich ja schon, dass ich noch ein anderes Pferd habe. Aber sie ist nicht als Ersatz. Es ist kein Ersatz. Warum kann Midnight so nicht da bleiben? Zwei Pferde habe. Mit dem einen Turniere, mit dem anderen Ausritte und Freizeit reiten. Du kannst uns ja echt so blöd sein. Ich will Midnight so wieder haben. Warum hast du es nur getan? Marie, es musst du sein. Aus. Der Ungar wird ihn die nächsten Tage einschläfern. Er hat gut bezahlt. Ich habe jetzt endlich mal wieder mehr Geld. Geht's dir etwa nur in der letzten Zeit um das Geld? Denk doch mal an das Leben. Es ist ein Lebewesen. Und du denkst nur an Geld. Ich dachte, du bist nicht so. Ich rannte weinend weg. Es war so schlimm für mich. Steve dachte, man könnte Sachen ersetzen. Mein Onkel war doch nicht so, nicht er. Mein Herz ist zwar in zwei geteilt. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich war hilflos. Ich rannte nur weinend weg. Am nächsten Morgen hatte ich mich etwas abgeregt. Ich war immer traurig, aber es ist in meinem Herzen. Ich sollte Nightgirl mal sozusagen vorbereiten. Ich nahm es so hin und ging erstmal zu ihr. Ich zog ihr die Sachen an und dann sagte die Ausrüstung für die Reitstunde und führte sie zum Platz. Am Platz angekommen, machten wir uns warm. Danach gingen wir in Trab. Erstmal alles schön locker angehen lassen. Sie war schon recht weich und elegant. Auf ihr zu reiten machte schon Spaß, aber ich wollte wieder auf Midnight Souls Rücken sitzen. Ich musste die ganze Zeit an die denken. Egal, wie gut ich doch auf ihr ritt, ich musste die ganze Zeit im Inneren an die denken. Danach machte ich einen Ausritt. Steve erlaubte es mir. Er fand, dass ich so gut geritten bin. Es war schon cool, mit ihr auszuhalten. Wir ritten über Wiesen, über Felder, die man schnell wieder nimmt. Wir haben so schnell wie er. Aber es war nicht mit ihr zu. Nein, sie hat zwar gewisse Ähnlichkeiten, aber sie waren dennoch unterschiedlich. Wenn ich beide hätte, wäre es auch schön gewesen. Wäre auch schön, dass ich da eins für Turniere hätte und eins zu viel Freizeit, aber ich wollte mit Netz so wiedersehen. Ich wollte ihn einfach reiten. Ich musste immer auch daran denken. Er ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Es ging mir nicht mehr das aus dem Kopf, was Steve zu mir gesagt hatte. Ich konnte es einfach nicht vergessen. Nach dem Ausritt führte ich Nightgirl erstmal wieder in ihre Box. Sie hat es sich verdient. Ich sagte nochmal zu ihr, tschüss, Nightgirl. Du warst heute super. Und ging aus dem Stall heraus. Wir ritten einige Turniere. Wir waren bei allen unter den Top 3 sogar. Steve fand es super. Im Inneren musste ich immer wieder an Midnight Soul denken. Man könnte fast sagen, wir hatten fast eine Springkarriere für Mini-Turnierreiter.
Sie war wirklich gut. Sie war ja auch ein Olympia-Pferd, wie es mir Steve gesagt hatte, das spürte man. Ich vermisste es wirklich sehr, auf Midnight zu drücken. Auch ein Turnier. Eines Tages ging ich zu ihr. Da sind wir zusammen ungefähr 4 Turniere geritten. Unser 5. stand bevor. In 1,5 Wochen wäre unser 5. Turnier. Selbst jetzt war ich schon davor aufgeregt. Aber ich mache sie erstmal fertig. Ich hatte nur eine Sache im Kopf. Eine Sache, die ich machen wollte. Und das sofort. Ich ritt mit ihr weg. Ich machte sie nicht wahr? Gar nichts. Ich ritt einfach nur ganz schnell im Jagdgalopp weg. Da ich an einer Sache denken musste. Ich hatte nur ein Ziel vor Augen. Ich ritt mit ihr auf eine Klippe. Es war schöne Aussicht dort. Ich hatte im Kopf, dass ich sie nicht mehr lange genießen würde. Ich stieg ab und ging nach vorne. Night Girl ließ sich dort stehen. Ich sah die Schafe und es war ein Schritt. Ein Schritt und ich würde hier nicht mehr sein. Alles vergessen. Nichts mehr fühlen. Alles war weg. Mein Leben hatte nichts mehr, dachte ich. Ich hatte Angst davor, den Schritt zu wagen, aber dennoch wollte ich es. Meine Gefühle waren gespalten. Sehr sogar. Ich kann mal überlegen, soll ich nicht? Plötzlich hörte ich von hinten Hufgetrappel. Nein! Stopp, Marie! Julie, was machst du denn hier? Was machst du hier? Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich möchte hier runterspringen. Nein! Midnight Soul ist weg. Er wurde zum Unger gebracht, weil er einen starken Bruch hat. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich verhindere, dass du springst. Aber wenn du springst, habe ich keine BFF mehr. Wir werden das durchstehen. Okay, wenn du meinst. Ja, hallo, wer ist da? Okay, ich komme, Mom. Ja, okay, dann bis gleich. Sorry, Julie, ich muss ganz schnell los zu meiner Mutter. Ich bringe Night Girl zum Stall. Kannst du sie dann verpflegen und so weiter? Ja, mache ich. Okay, danke. Hi, Mom, was gibt's? Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Es geht um dein altes Feld Midnight. Ja, was ist mit ihm? Meine Gefühle gingen hoch. Wie es aussieht, lebt er noch. Echt? Wirklich? Das ist kein Scherz, oder? Wirklich? Ja, der Unger konnte ihn nicht einschläfern und hat ihn sofort weiterverkauft. An einem guten Besitzer, der einen richtig guten Tierarzt hat. Und der konnte diesen schlimmen Bruch heilen. Das ist sehr, sehr selten bei Pferden, dass ein schlimmer Bruch geheilt werden kann. Aber er hat es geschafft. Echt? Cool! Juhu! Und kann ich ihn wiedersehen? Reiten oder sowas? Ja, ich habe ihn zurückgekauft. Morgen kommt er an. Dann hast du 2 Pferde, mein Schatz. Juhu! Ja! Diese gute und coole Nachricht muss ich natürlich sofort Julie erzählen. Und dann sah ich sie auch schon gleich an der Koppel. Ich hatte ein großes Grinsen im Gesicht. Julie! Ja? Ich habe eine super coole Nachricht. Was denn? Midnight Soul, er lebt noch. Der Unger hat ihn weiterverkauft, einen guten Besitzer. Meine Mutter hat ihn zurückgekauft. Morgen kommt er an. Was? Wie hat man ihn geheilt? Der Unger hat ihn ja weiterverkauft. Und der Hof, an dem er weiterverkauft wurde, hat einer der weltbesten Tierärzte. Es war ein Wunder, für mich ein Glück, dass Midnight Soul geheilt werden konnte mit so einem schlimmen Bruch. Okay, wir treffen uns morgen hier wieder, okay? Okay.
muss jetzt auch los nach Hause. Tschüss. Tschüss. Es war sehr, sehr früh morgens. Er ist da. Cool. Soll ich ihn rausholen? Ja, mach das. Na komm, mein Süßer. Er ist genauso schön wie früher. Ja, da hast du recht. Hey, wollen wir ausreiten? Ja, coole Idee. And this is just the beginning. I'm closing in the night getting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Baby, right, that's the thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream. And I pray as a team. One day, it'd be me. If I wanted. Das war die Geschichte mit mir und Midnight Soul. Und auch ein bisschen mit Night Girl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schmeiß mich doch raus, wenn du dich traust. Ich tanz, tanz, tanz aus der Reihe. In der Schule hatte ich immer Langeweile.